Alter, was für eine Scheißmission, ganz ehrlich. Wie oft haben wir die jetzt angefangen? 3 oder 4 Mal? Auf jeden Fall viel zu oft. Wirklich viel zu oft. Mehr als mir lieb ist. Wirklich mehr als mir lieb ist. Nein, das bin ich, der mich angreift. Das ist ein Unterschied. So. Damit hätten wir es, glaube ich, geschafft. Speicher? Steht hier irgendwo noch was rum? Okay. Dann suchen wir mal eben schnell mit unserem kleinen Zeppelin hier. Vielleicht hat er sich auch wieder irgendwo aufgebaut. Mit einem Arbeiter, den ich so nicht gesehen habe. Oder stehen irgendwo ein paar verzweifelte Einheiten herum. Und vielleicht nochmal ein Haus. Oder Pippi Langstrumpf. Oder hast du nicht gesehen? Dürfte auf jeden Fall nicht so viel sein. Wird gemacht! Ja, Meister. Wird gemacht! Wird gemacht! Aber Meister. Ja, also, wird gemacht! Ja, Meister. Wenn jetzt hier irgendwie noch eine große Zivilisation steht, tut aber so ordentlich. Wird gemacht, aber sicher. Ne, mein Pink haben wir sehr schnell ausgeschaltet. Den türkisen, hellblauen, was auch immer. Noch schneller. Mann. Was für eine Qual! Ich bin echt heilfroh, dass wir das einigermaßen über die Bühne gekriegt haben. So, hier haben wir auch nicht so viel. Oder habe ich noch irgendwas anderes vergessen als Missionsziel? Die Menschen besiegen, Terror muss überleben. Okay. Das kann ich. Einfach mal alles absuchen, eben schnell. Also schnell vor allem, ja. Das, ne? Wir haben noch eine Goldmine über und halt die angefressene hier, die können wir auch noch abzapfen. Also goldtechnisch ist die Map gut besudelt. Allerdings ist das hier so eine Sache der Organisation. Was baue ich jetzt wieder zuerst? Ne? Und wenn man das einmal hingekriegt hat und die KI verbuggt hat, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich die KI nicht verbuggt hätte. Wie auch immer ich das geschafft habe. Aber ihr habt ja gesehen, der hat irgendwann nur noch irgendeinen Scheiß gecastet. Ich glaube, es war Weitsicht oder so ein Dreck. Und nicht irgendwie mich angegriffen. Eine ganze Zeit lang. Was er wahrscheinlich die ganze Zeit hätte machen können, weil ich weiß nicht, wie viel Gold er jetzt gesammelt hat. Ja, und das, mit dem er mich wahrscheinlich angegriffen hat, entspricht wahrscheinlich nicht dem Goldwert, den er gehabt haben hat und könnten tun. Ich weiß auch nicht. So, das Wald kann ja nur noch hier oben in der Ecke sein. Glaube ich. Aber wo soll es sonst sein? Vielleicht sind hier so ein paar Soldaten, die vielleicht auf die Peons fixiert waren. Ein Magierturm, natürlich. Ein einzelner verschissener Magierturm. Na dann. Sogar ans Werk, sonst haben wir wirklich nichts mehr. Auf sie! Aber sicher! Dass er so fixiert ist auf diesen Magierturm und dafür viel zu wenig Magier gehabt hat. Wie bitte? Aber sicher! Ja, das KI, das KI. Ja, sowohl Meister. Die meinige, also halt hier von den Einheiten, die gesteuert werden, als auch die gegnerische KI. Aber sicher! Das ist ein Traum. Ja, Meister! Es ist vorbei. Oh Gott. Sag mir, es ist vorbei. Danke. Da wird gespeichert unter Gedöns. Oh. Er hat sogar noch mehr Gold gesammelt als ich. Das heißt, er hatte ungefähr eine Goldmine mit fast 250.000 Gold drin. Oder vielleicht hat er auch schon was von der pinken Goldmine abgezapft. Ich weiß es nicht. Dafür hat
Hatte definitiv nicht so viel, wie er gehabt haben könnte. Okay, wir haben es geschafft. Als die Horde im letzten Krieg zum Schwarzen Morast zurückgedrängt wurde, konnten wir nur einen kleinen Teil unserer Streitkräfte durch das dunkle Portal retten, bevor es zerstört wurde. Seitdem fehlen uns die Drachen, denn die Drachenkönigin Alexstrasza wurde gerettet und der Dragonmaw-Clan von der Allianz besiegt. Während wir gerade die Erdspalte absichern und die Errichtung eines neuen Portals aufnehmen, kommt ein etwas verstörter Grunzer auf dein Feldlager zu. Seine Uniform weist ihn als einen Krieger des Bleeding Hollow Clans aus. Er berichtet, wie einige von seinem Clan zwar zu spät zum Portal gelangten, um dadurch zu fliehen, aber trotzdem den Armeen der Allianz entkommen konnten. Du erfährst auch von ihm, dass viele der einst versklavten Drachen nun in der Nähe von Blackrock Spire nisten und sich von den Menschen ernähren. Falls du die menschlichen Verteidigungslinien durchbrechen und das Vertrauen dieser Ungeheuer gewinnen kannst, bringst du Ner'zhul neue mächtige Verbündete. Yay! Na dann. Ne? Speichern wir an den Stand auf jeden Fall auch nochmal, damit ich nicht jedes Mal wieder das Ende der letzten Mission mitnehmen muss. Dann haben wir hier einen stinknormalen Todesritter, also niemand, der speziell überleben muss. Hier müssen wir erstmal vielleicht uns ein Haupthaus errichten. Nein. Hier könnt ihr in der Zeit ins Holz gehen, beziehungsweise halt auch ein Haus bauen, ich weiß ja nicht. Ah, da bin ich mal gespannt, was aus dieser Mission wird, inwieweit die jetzt wieder ätzen wird, ich habe keine Ahnung. Stellt euch mal da hin zur Verteidigung. Sonst hier in der Lücke. Kommt da auch was durch? Nein, da ist wirklich nur Holz. Gut. Natürlich, Meister. Das läuft ja soweit schon mal nicht so verkehrt. Wir wollen jetzt natürlich auch bald. Dass sie so früh ankommt, hätte ich nicht gedacht. Wir wollen sowas wie eine Schmiede haben und all sowas. Schmiede kann ich sogar schon errichten. Mach mal Sägewerk. Sägewerk errichten. So. Dann mal gucken. In Ordnung. Einmal ein Stückchen zurück. Du bist fertig, du bist ins Gold, hier können wir bestimmt noch Peon nicht bauen, okay. Für ein Haus bräuchte ich was? 250, ja 250 habe ich gleich. Das heißt, der das Sägewerk gleich fertig hat, kann gleich ein neues Haus bauen. Bitte warten. So, Haus bauen, dahin. Wie viel haben wir denn dann? Immer noch zu wenig. Ist nicht wahr. Immer so dieser Anfang, der in letzter Zeit so gestrickt ist, dass du erstmal an die Ressourcen kommen musst, um alles hinzubauen. Um dich überhaupt irgendwie mit Peons ausstatten zu können und sowas. Da, ärgerlich. Nicht unbedingt unmöglich, aber ärgerlich. So, dann gehst du auch erstmal ins Holz, weil das ist erstmal wichtiger. Und sobald wir dann wieder ein Haus bauen können, können wir auch wieder Peons bauen. Beziehungsweise wenn wir das Haus fertiggestellt haben. Ach, ihr wisst schon. Ich bin ein bisschen fertig von der letzten Mission. Nee, im Ernst. Das Schlimme ist, ich weiß noch nicht, was mich alles hier erwartet. Aber danach haben wir vielleicht wieder Drachen. Das kann sich stark zum Vorteil aus. Gerade wenn wir so eine Mission haben wie die letzte, da wären Drachen wirklich sehr hilfreich gewesen bei den vielen Kanonentürmen. Da waren ja wirklich nur so ein paar wenige Türme, die die ganze Zeit in die Luft schießen konnten. Und, ne? Oh, warte, nein. Dann sperrst du dich da vielleicht ein.
dich da ein. Mach dich da ein. Guten Deutsch. Powered by Mammut EP. Guten Deutsch. So. Dann müssen wir auch Zeit in eine Kaserne bauen, damit wir uns ausweiten können. Wir müssen Türme bauen, wir müssen dies und das und jedes. Und, oh, so viel Stress. So viel Stress. Stress, Stress, Stress. So, dann kannst du erstmal ins Gold. Hier können wir einen Peon bauen. Wir können insgesamt genau einen Peon bauen. Wow. Der kann dann gleich ins in den Häuserbau hier mit einsteigen. Fertig zur Arbeit. Mein Haus, das meinen Namen trägt. Mach das mal hier unten in die Ecke. Danach können wir erst den nächsten Peon bauen. Stunden später. Ist gleich fertig. Mach hin! Komm schon! Endlich! Leite es nicht aus, weil man weiß ja nie. Fertig zur Arbeit! So, du da gehst auch ins Holz. Der nächste geht ins Holz. Haben wir jetzt 1, 2, 3 im Gold. Fertig zur Arbeit! So. Erledigt! Dann noch 3 im Holz. Fertig zur Arbeit! Ja, ja, so ist das. Man versucht sich eher irgendwie aufzubauen. Kann sich ja nur um Jahre handeln. Fertig zur Arbeit. So, Gold ist für meine Standardverhältnisse fertig. Fertig zur Arbeit. So. Mich wundert jetzt, dass kein weiterer Angriff kommt. Ich meine, ich bin nichts dagegen, aber es wundert mich halt. Fertig zur Arbeit. So, Holz ist dann damit auch bestimmt. Dann haben wir jetzt noch einen Peon, der jetzt wieder Gedöns bauen wird. Erstmal Gedöns bauen oder weitersehen. Wie zum Beispiel. Oh, wir haben hier die Möglichkeit, Häfen zu bauen. Das heißt, wir haben ja auch wieder mehr. Wir haben mehr. Bau das mal da ein. Aber um das Meer will ich mich halt auch gleich kümmern. Beziehungsweise gucken, wo ist hier überhaupt Meer? Wir haben schon lange keine Schiffe mehr gebaut. Sehr untypisch. Vielleicht ist das ja wieder so eine ganz tolle Schiffsmission. Na, mal schauen. Eine einzelne. Ist ja nett. So, dann können wir erstmal gleich unser Haupthaus ausbauen, wenn das jetzt hier gleich fertig ist. Und danach können wir dann halt auch ein Dingens hier bauen für Zeppelin. Dann bauen wir mal eine Schmiede direkt dorthin. Und sobald wir wissen, mit was wir es hier zu tun haben, können wir dann entscheiden, bauen wir hier Türme hin, bauen wir hier dies hin, bauen wir hier jenes hin. Derzeit weiß ich das alles noch nicht. Mal schauen. So. Ist immer noch nicht fertig, dann mach du hier mal das stellvertretend. Oh, im Moment kommen ja auch schon wieder relativ viel an hier. Was ist denn da los? Im Ernst, was ist denn da los? Ich hab keine Ahnung. So, du bist fertig, dann darfst du ins Holz. Dann mach hier mal die Rüstung erhöhen. Ist relativ günstig.
Nochmal schauen. Immer dran denken, ich glaube, ich schaff's. Erledigt. So, Zeppelin. Du baust. Loge Maststelle. Kann nicht verkehrt sein. Auch wenn wir uns hier immer mehr und mehr zubauen. Oh, 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 das heißt, wir machen hier Türme. Machen wir mal. Ist halt beschissen hier, dass du hier auf den braunen Grund hier nichts machen kannst. Ein paar Axtwerfer. Der ist fertig. Dann machen wir mal kurz Lucky Lucky hier. Aha. 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 Oh Gott. Alter, was kommt da jetzt alles an? Hallo? Zwei verschiedene Farben, die mich hier attackieren. Alter. Gut. Ich will hier schnell gucken. Was erwartet mich hier? Da ist nur ein Durchgang mit 100.000 Dingern. Für Blau. Goldmine, die ist einigermaßen bewacht vom Blau. Okay, das heißt, wenn ich mich sowieso viel weiter ausbreite, habe ich sofort Kontakt mit Blau. Das bedeutet, ich bin sowieso ein bisschen am Arsch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das kann ich natürlich auch hier wieder im ersten Versuch total sein lassen, weil... ich konnte nicht ahnen, was mich erwartet. Nicht so richtig, richtig. Ich wusste nicht mehr, welche Strategie der Gegner verfährt. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mit einem neuen Versuch dann weiter. In der nächsten Folge von World War 2 Beyond the Dark Portal. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn.